Immer mehr Menschen gehen mit 63 oder 64 in Rente. Wollen Sie auch früher in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die neuesten Zahlen der Statistiken der deutschen Rentenversicherung zeigen es: Über 50% aller Rentenneuzugänge gehen mit 63 Jahren oder mit 64 Jahren in Rente. Das heißt, viele Menschen nutzen die Altersrente für langjährig Versicherte oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder, wenn es geht, möglicherweise mit 64 auch noch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und die Hälfte aller Rentenzugänge nutzt dann meistens die Regelaltersrente oder aber dann auch zu einem späteren Zeitpunkt mit über 64, 65 oder 66 dann die entsprechenden Altersrenten für besonders langjährig Versicherte oder dann auch die Regelaltersrente. Das heißt, in den Statistiken ist ein eindeutiger Trend zu beobachten, dass immer mehr Menschen früher in Rente gehen, das heißt mit 63 oder mit 64, und nicht länger arbeiten wollen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es können private Gründe sein, es können arbeitstechnische Gründe sein. Es können aber auch Gründe sein, dass die Menschen schlicht und ergreifend einfach keine Lust mehr auf Arbeit haben und sich den Stress auf Arbeit nicht mehr antun wollen. Ja, jeder kann selbst entscheiden, wann er in Rente gehen will. Wenn die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann jeder in Deutschland die Rente beanspruchen, die er auch tatsächlich bekommen kann. Sei es die Regelaltersrente, sei es die Altersrente für langjährig Versicherte, sei es die Altersrente für besonders langjährig Versicherte oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.